Einen schönen guten Abend aus der BR24-Redaktion. Wir erleben jetzt gleich eine ganz besondere Preisverleihung, nämlich die Nobelpreisverleihung für Physik. Was ist dieses Jahr das Besondere? Die findet gleich in München statt, nämlich in der Bayerischen Staatskanzlei und nicht wie sonst in Stockholm. Der Grund, ihr könnt es euch denken, es ist natürlich die Corona-Pandemie. Aber mit Corona ist eben alles anders. Und warum wird sie jetzt ausgerechnet hier in München heute Abend verliehen, diese Medaille für den Nobelpreis für Physik? Naja, weil einer der Preisträger, ihr seht ihn hier gerade neben mir, Reinhard Genzel, Astrophysiker am Max-Planck-Institut in Garching bei München ist. Bevor wir jetzt gleich zur Preisverleihung rüberschalten in die Staatskanzlei, zeigen wir euch, wer er eigentlich ist und wofür er und seine Kollegen gleich den Nobelpreis bekommen werden. Am 6. Oktober ist es amtlich. Gemeinsam mit der US-Forscherin Andrea Ghez und dem Briten Roger Penrose gewinnt Reinhard Genzel den Nobelpreis für Physik. Der Preisträger ist sprachlos. Man glaubt es kaum. Kann das wirklich sein? Ihm und seinem Team gelang es, die Existenz eines schwarzen Lochs im Zentrum unserer Galaxie zu beweisen. Sehen kann man solche schwarzen Löcher nicht, da ihre enorme Anziehungskraft sogar das Licht verschlingt. Aus diesem Grund müssen die Forscher Objekte wie einen Stern beobachten, der das schwarze Loch mit seiner starken Gravitation umkreist. Die Auswirkungen auf die Bahn des Sterns lässt dann etwa Rückschlüsse auf die Masse des schwarzen Lochs zu. Am Very Large Telescope in Chile kam ein von Genzel und seinem Team entwickeltes System zum Einsatz, bei dem vier große, miteinander verbundene Teleskope Infrarotwellen zu einem Bild bündelten. Damit konnten die Forscher die Bahn eines Sterns um das schwarze Loch herum genau verfolgen und dabei auch Effekte wie eine Rotverschiebung seines Lichts beobachten, die das schwarze Loch verursacht. Ein Effekt, den Einsteins allgemeine Relativitätstheorie vorausgesagt hat. Damit ist der Beweis erbracht. Das Zentrum unserer Galaxie ist ein schwarzes Loch. Für diese Leistung wird Reinhard Genzel heute in der Staatskanzlei der Nobelpreis überreicht. Ja, persönlich und ganz offiziell, ihr habt es gerade schon gehört. Bevor wir jetzt gleich in die Staatskanzlei schalten, ein kleiner Aufruf. Wenn ihr hierzu Fragen habt, wie was ist eigentlich ein schwarzes Loch, wie findet man sowas raus und was hat das überhaupt mit dem Nobelpreis auf sich, schreibt uns doch was davon in die Kommentare, denn wir sprechen gleich nach der Preisverleihung mit unserer Kollegin aus der BR Wissensredaktion. Und jetzt gebe ich ab, rüber zur Preisverleihung. Wir sehen uns danach wieder. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Söder, sehr geehrter Herr Professor Genzel mit Familie und Team, sehr geehrter Herr Professor Stratmann, sehr geehrte Frau Gräfin Bernadotte, liebe Bettina, sehr geehrter Herr Staatsminister Siebler, sehr geehrter Herr Konsul Fontin, lieber Matthias,
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem feierlichen Übergabe des Nobelpreises in München. Und ich möchte mich zuerst, Herr Ministerpräsident, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass wir diese Zeremonie in der wundervollen Staatskanzlei zelebrieren dürfen. Ich hätte mir eigentlich keinen schöneren Platz vorstellen können. Gestern Abend hatte ich schon die große Ehre, in Berlin den Nobelpreis für Chemie an Professorin Emmanuelle Charpentier zu überreichen. Und heute sind Sie an der Reihe, lieber Herr Professor Genzel. Die Kontraste, das will ich wirklich betonen, könnten größer nicht sein. Gestern ging es um die kleinsten Bausteine im menschlichen Körper, die Gene. Und heute geht es um riesengroße schwarze Löcher im Weltall. Und es tut mir wirklich leid, Herr Professor, persönlich auch, dass Sie nicht dieses Jahr nach Stockholm reisen können. Der Nobelpreis wird ja dort normalerweise eine ganze Woche gefeiert. Der Höhepunkt ist immer am 10. Dezember, das ist der Nobeltag, das weiß jeder Schwede, mit der Preisverleihung durch seine Majestät, den König, gefolgt dann von dem wunderschönen Nobelbankett im Stockholmer Rathaus. Aber die Zeiten sind nun, wie sie sind, und wir müssen uns alle anpassen. Und auf der positiven Seite können wir in München zum ersten Mal in der Geschichte einen Nobelpreis verleihen. Auch nicht schlecht, Herr Ministerpräsident. Und Sie, Herr Professor, werden dann nächstes Jahr nach Stockholm wieder eingeladen werden. Und wir drücken alle die Daumen dafür, dass bis dahin die Pandemie unter Kontrolle ist. Herr Professor Genzel, Sie haben den Nobelpreis in Physik erhalten, zusammen mit Ihrer Kollegin Andrea Ghez. Und jetzt habe ich versucht zu übersetzen. Für die Entdeckung eines supermassiven Objektes in der Mitte unserer Galaxie. Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine lange Arbeit. Sie haben erzählt, seit 40 Jahren eigentlich. Untersuchen Sie diese Region Sagittarius A in der Mitte unserer Milchstraße. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das ist dann ein Gebiet etwa der Größe unseres Sonnensystems, aber mit der Masse von 4 Millionen Sonnen. Das ist unwahrscheinlich. Und Sie haben mit Hilfe von den größten Teleskopen der Welt die bisher am meisten überzeugenden Beweise dafür geliefert, dass wirklich mitten in unserer Galaxie ein riesengroßes schwarzes Loch gibt. Ich bin sehr gespannt. Sie werden hoffentlich ein bisschen nachher erzählen. Aber bevor wir zu der Zeremonie kommen, würde ich gern das Wort an unseren Gastgeber übergeben. Herr Ministerpräsident, Sie haben jetzt das Wort. Dankeschön. Sehr geehrte Familie Genzel, sehr geehrter Botschafter, das ist heute wirklich angesichts dieser schwierigen Zeit wenigstens mal echt was Schönes, das muss ich sagen. Das erhält meine Seele und freut mich. Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut, auf diesen, wenn auch kurzen Moment, den wir zusammen sind. Aus drei Gründen. Der erste ist natürlich Nobelpreisträgerverleihung in der Bayerischen Staatskanzlei. Hier wird zwar vieles entschieden, ja, aber Nobelpreisträger verdächtig ist hier weniges. Insofern edelt und adelt uns das sozusagen, in diesen schönen Hallen eine solche Ehrung mit stattfinden zu lassen. Das Zweite, Bayern ist ja an sich ein Nobelpreisträgerland. Lieber Herr Genzel, der erste, glaube ich, den wir hatten, war 1901, der nach Bayern ging, Konrad Röntgen. Also schon eine ziemlich edle Reihenfolge. Es gibt keinen besseren Preis der Welt überhaupt für einen Wissenschaftler. Das ist das absolute Nonplusultra. Und dass viele Nobelpreisträger bei uns in Bayern sind, zeigt sich eben auch immer wieder jedes Jahr in Lindau, wo sie jetzt auch künftig dabei sind. Eine der exquisitesten Tagungen, die es auf dieser Welt gibt.
Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir in Bayern setzen sehr auf das Thema Wissenschaft und Forschung, weil ich muss Ihnen ganz direkt gestehen, ich glaube, zu oft wird in der Welt noch die Ergebnisse von Forschung ignoriert. Zu wenig wird auf diesen Ratschlag gehört. Die Wissenschaft gibt die beste Diagnose. Politik muss die Therapie entwickeln dann manchmal. Aber ohne die Diagnose ist jede Therapie völlig sinnlos. Und darum danke ich sehr für allen, die in Wissenschaft und Forschung sind. Wir bauen das aus in Bayern wie kein anderes Land, Wissenschaft und Forschung. 3,5 Milliarden Euro geben wir zusätzlich aus für eine Hightech-Agenda, um dies zu leisten. Aber was mich dann ganz besonders freut, warum Professor Genzel den Nobelpreis bekommen hat für Astrophysik. Ich muss zugeben, ich habe mir das selbst überlegt zu studieren, habe dann aber festgestellt, es ist so wahnsinnig viel Physik zunächst mal am Anfang. Deswegen habe ich dann überlegt, mache ich doch noch was anderes. Aber ich bin im Grunde genommen seit meiner Jugend ein echter Fan von allem geworden, was Weltraum ist, Science Fiction ist. Und zwar nicht nur irgendwelche Aliensuche, sondern tatsächlich das Verstehen. Ich finde es so unglaublich, Herr Professor, dass die Weltraumfahrt und das Verstehen des Universums eigentlich das Verstehen von uns selbst ist. Alle, die meinen, das sei jetzt irgendwie in den Untiefen des Weltalls zu suchen, weil man hier nichts weiß, kann man belehren oder kann man auch beweisen, dass es immer darum geht, hier mehr zu verstehen, zu erkennen, was stattfindet. Die neuesten Erkenntnisse, die Sie auf den Weg bringen, bedeutet überhaupt zu überlegen, zu ahnen, sich heranzutasten, wer wir sind, woher wir kommen und vielleicht, wohin wir gehen. Insofern ist das nicht nur eine physikalische Leistung, das hat immer eine totale ethische Dimension. Das beeindruckt mich da auch so. Und wenn man einen normalen Raumfahrer fragt, was war der beeindruckendste Moment seines Lebens, dann sagt er, wenn er im Weltall ist, der Blick auf unsere Erde, um die Einzigartigkeit und Schönheit zu erkennen, die uns dann auch manchmal lernen lassen sollte, dass wir eben nicht nur aufs Klein-Klein setzen, sondern auf das Große, auf das Weite. Und schwarze Löcher? Ich glaube, es gibt nichts Faszinierenderes, das zu erforschen. Zugegebenermaßen 40 Jahre dran zu erforschen, da braucht es auch einen langen Atem. Und ich glaube, da waren auch manche schwierige Momente dabei und da waren aber große Erfolge am Schluss. Ich darf Ihnen aus meiner Sicht sagen, es ist eine große Ehre für uns, dass Sie den Preis bekommen. Es ist eine großartige Ehre für den Freistaat Bayern und mich freut es eben ganz besonders, zumal wir jetzt auch noch die größte Fakultät für Luft- und Raumfahrt in Europa auf den Weg bringen. Es passt eigentlich zusammen und wenn ich den Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft sehe, wir investieren jetzt noch einmal richtig in den Max-Planck-Bereich hinein. Nächste Woche werden wir das unterzeichnen, weil wir einfach ein Land der Forscher sein wollen. Ein Land der Menschen, die an Freiheit denken, die an Wissenschaft glauben und die auf Wissenschaft hören. Und insofern ist es für uns einfach ein großer Tag. Wir gratulieren Ihnen sehr nochmal im Namen der Bayerischen Staatsregierung, im Namen des Freistaats Bayern und natürlich auch von mir persönlich. Und wie würde jemand sagen, den ich immer sehr bewundert habe, leben Sie lang und in Frieden. Alles Gute. So, wir kommen jetzt zum zeremoniellen Übergabe. Ladies and gentlemen, my name is Per Töresson. I'm the ambassador of Sweden to Germany since 2017. And I would like to welcome you all to this very special occasion at the State Chancellery in Munich. Since 1901, the Nobel Prizes have been presented to Nobel laureates at ceremonies in Stockholm and Oslo, always on the 10th of December, which is the anniversary of Alfred Nobel's death. In his last will, Alfred Nobel expressed that he wanted to establish a prize and award those who have conferred the greatest benefit to humankind, and this within the fields of science, literature, and peace. Professor Reinhard Genzel, as announced already in October, the Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award
the 2020 Nobel Prize in Physics to you for the discovery of a supermassive compact object at the center of our galaxy. Together with your fellow laureates, you will be celebrated on the 10th of December in Stockholm at a prize award ceremony in the City Hall, attended only by members of the Nobel Foundation and the Nobel Prize awarding institutions. On this occasion, the work that you have been awarded for will also be presented in more detail. And customarily, you would have received this prize from the hands of His Majesty the King. However, this year you will be celebrated with the distance forced upon us by this pandemic. And since you cannot go to Stockholm, your Nobel Prize medal and diploma have been brought to you here instead. So with the best regards from the Royal Academy, the Swedish Academy of Sciences, and the Nobel Foundation, it is a great honor to convey to you my warmest congratulations and ask you to now receive the Nobel Prize. Professor. Vielen Dank. Jetzt gibt es dann die Gelegenheit, ein Dankeschön von Professor Genzel zu hören. Herr Professor. Werde ich sehr, sehr gerne machen. Herr Botschafter Thoresen, Herr Ministerpräsident, Herr Staatsminister, Herr Präsident, Gräfin Bernadotte und Herr Konsul. Es ist natürlich eine ganz außerordentliche Ehre für mich, hier zu stehen. Würde ich es lieber in Stockholm haben, vielleicht, aber es ist schon was Tolles. Das ist schon eine tolle Sache. Herr Söder, da stimme ich Ihnen zu. Wird nicht so oft wieder passieren, was? Ja? Aber bei der Gelegenheit darf ich mich natürlich sehr, sehr bedanken. Das war ja keine Einzeltat, sondern es war etwas, was geboren war auf einer langen Entwicklung, die schon 100 Jahre alt ist. Seit Einstein haben sich die Physiker über dieses Thema von schwarzen Löchern unterhalten, erst theoretisch und dann erst in den letzten 15 Jahren, 50 Jahren mehr und mehr experimentell. Und es waren erst in den letzten Jahren, wo es wirklich zur Sache ging. Und da ist natürlich durch die Kunst des Experimentierens, durch die Komplexität der Technologie, ist ganz wesentlich gewesen, dass ich die Ehre habe, einer Gesellschaft anzugehören, Herr Präsident, die uns die Ressourcen zur Verfügung stellt, risikoartige Forschung für lange Zeit durchführen zu können. Denn ohne das geht es nicht. Und dann, das ist genauso wichtig, ein Team von Menschen zu haben, und einige sind hier, die mit einem diesen Weg gehen. Und dann Glück zu haben. Glück zu haben, dass am Ende die Natur mitspielt und einem sozusagen ein Labor zur Verfügung stellt, wo wir ja nicht eingreifen können, sondern was wir nur beobachten können. Und das ist eine tolle Sache. Und ich bin wohl jetzt 68, aber ich würde da gerne noch weitermachen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Professor. Jetzt gibt es dann
die Möglichkeit, auch Bilder zu machen, wenn sie nach vorne kommen. Und wir werden hinterher auf der Rückseite auch Gruppenbilder ermöglichen. Das kann sein, dass es jetzt ein bisschen dauert, aber wir machen. Bitte schön. Ja, 40 Jahre Forschungsarbeit und dafür gab es dann heute den Nobelpreis für Physik. Herzlichen Glückwunsch, kann man da nur sagen. Und es ist total schön zu sehen, ganz viele von euch machen das auch gerade bei uns auf Facebook in der Kommentarspalte. Jetzt möchte ich aber, wie schon angekündigt, mit meiner Kollegin von BR Wissen sprechen, nämlich mit Jeanne Rubner, und mal darüber, wie lief das eigentlich ab. Und die erste Frage, mal ganz basic. Hallo Jeanne, grüß dich. Hallo, grüße dich. Wir haben jetzt ganz viel über schwarze Löcher gehört. Wir haben vorhin auch schon einen kleinen Einspieler gehabt, aber kannst du noch mal, damit wir alle so ungefähr auf dem gleichen Stand sind, uns kurz mal erklären, was ist eigentlich ein schwarzes Loch? Naja, ein schwarzes Loch ist eines der seltsamsten kosmischen Gebilde. Das ist sozusagen eine ganz kleine Region, die sehr, sehr massereich ist. Also man kann sich das so vorstellen, wenn man sozusagen die Erde auf die Größe einer Erbse schrumpfen würde, dann wäre die Erde ein schwarzes Loch und würde alles verschlucken. Dadurch, dass so viel Masse da ist und so viel Schwerkraft, verschlucken diese schwarzen Löcher alles, was in ihrer Umgebung ist, Staub, Materie, Licht. Da kommt nichts mehr raus aus dem schwarzen Loch. Und aber tatsächlich hat man ja lange eben nicht dran, wirklich dran geglaubt, auch wenn Einstein diese schwarzen Löcher schon vorhergesagt hat. Aber es gab nicht den Nachweis. Und diesen Nachweis hat Reinhard Genzel zusammen mit einer amerikanischen Kollegin erbracht, dass wir wirklich tatsächlich auch im Zentrum unserer Galaxie ein schwarzes Loch haben. Was war denn da jetzt die Herausforderung? Du sagst es selbst, im Zentrum unserer Galaxie ist ein schwarzes Loch. Was war da so schwer dran, das zu beweisen, dass es das gibt? Naja, man kann eigentlich es nur indirekt beweisen, weil dieses schwarze Loch eben alles schluckt. Also man kann da nicht einfach nur ein Teleskop hinrichten und sagen, da ist Licht. Ich messe, was machen ja Teleskope? Ja? Sie fangen Licht auf, zum Beispiel von Sternen, von anderen Galaxien. Aber das geht beim schwarzen Loch nicht, weil ja da alles quasi verschluckt wird. Deswegen muss man einen indirekten Beweis führen. Also man muss sich anschauen, ist da was in der Umgebung des schwarzen Loches, was dich bewegt? Also Sterne, die um das schwarze Loch kreisen zum Beispiel. Und können wir diese Bewegung beobachten und daraus schließen, dass da tatsächlich ein schwarzes Loch ist. Also es ist wie so ein Indizienprozess. Es ist kein direkter Beweis. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, weil man natürlich sehr viele Daten braucht und weil man ganz, ganz genau messen muss. Also man braucht wirklich die besten Teleskope dieser Welt. Und die hat halt dann Rainer Genzel im Laufe seiner Forscherkarriere benutzt und auch seine Methoden immer weiter verfeinert. Und im Jahr 2018, also vor 2 Jahren, hatte er dann auch das Glück, dass tatsächlich ein Stern in der Nähe des schwarzen Lochs, das er beobachtet hat, vorbeigezogen ist und hat dann eben da messen können und hat, wenn man so will, quasi noch das Sahnehäubchen auf seine bisherigen Forschungen gesetzt. Und da war dann, glaube ich, auch das Nobelkomitee überzeugt und hat gesagt, das ist jetzt wirklich der Beweis und das ist ein Nobelpreis wert. Wie standen denn da im Vorfeld so seine Chancen? Es werden ja gerade beim Friedensnobelpreis, bekommt man das ja auch als Normalbürger mit, sage ich mal. Da gibt es ja immer so ein paar Kandidaten, die gehandelt werden. Ist es in der Physik auch so? War er da auch ein Favorit? Ja, absolut. Er war natürlich ein Favorit, obwohl er selber sagt, dass er hat mal vor 8 Jahren ungefähr, hat er mal einen sehr renommierten Preis, den auch die schwedische Akademie verleiht, bekommen, den sogenannten Crawford-Preis. Der ist speziell für Astrophysik ausgeschrieben und den hat er bekommen und da hat er sich gedacht, oh, wenn ich den jetzt bekomme, dann ist das so ein bisschen das Signal dafür, dass ich den Nobelpreis nicht mehr bekomme. Aber diese Forschung, die er gemacht hat und diese Erkenntnisse und die Methoden, die er so verbessert hat, das hat, glaube ich, dann das Nobelpreiskomitee dann doch überzeugt, ihm trotz allem den Preis zu geben. Und ich denke, dass da ist sich die Physikergemeinde einig, er hat den wirklich verdient. Der Nobelpreis ist ja auch eine riesengroße Ehre. Gibt es da auch irgendwelche Auswirkungen, die es jetzt praktisch für seine wissenschaftliche Arbeit gibt oder auch für die Arbeit jetzt am Max-Planck-Institut in Garching? Naja, er hat uns erzählt im Interview, dass er, glaube ich, noch mal ein paar Jahre mehr Arbeit rausgekriegt
geschlagen hat, also Arbeitsmöglichkeit am Max-Planck-Institut. Ich glaube, er hatte vorher schon, galt er natürlich als einer der Top-Wissenschaftler und hatte vorher schon mit der Max-Planck-Gesellschaft ausgehandelt, dass er eben nicht mit 68 aufhören muss, das ist ja die Regel, sondern dass er bis 74 arbeiten kann. Also das hatte er schon verhandelt und er sagt, er hat jetzt offenbar die Chance mit dem Nobelpreis noch mal ein paar Jährchen länger zu bleiben. Also man sieht, der Mann brennt für seine Forschung und der ist da voll dabei und freut sich, dass er wahrscheinlich bis 80 mindestens arbeiten kann. Sind wir gespannt, was er in der Zeit noch rausfinden wird. Vielen Dank, Jeanne Rubner von BR Wissen, für deine Einschätzungen. Und wenn ihr jetzt noch mehr über schwarze Löcher wissen wollt, über die Arbeit von Reinhard Genzel und wie es überhaupt dazu kam, dass er den Physiknobelpreis gewonnen hat in diesem Jahr, gar kein Problem, schaut auf br24.de vorbei oder in unserer BR24-App. Da haben wir alles für euch zusammengefasst. Jetzt ciao und einen schönen Abend noch aus der BR24-Redaktion.